Willkommen zurück bei Graveyard Keeper. Es ist der Tag des Händlers, es regnet, die Felder sind fertig. Haben wir eine Leiche? Wir haben keine Leiche. Wo waren wir eigentlich dran? Ich glaube, wir wollten Blaue uns erfarmen, um hier das mit den Büchern voranzubringen. Ich möchte auf jeden Fall gleich zum Händler. Wir brauchen Geld für Alchemie. Warum haben wir so viele Zwiebeln dabei? Haben wir keinen Platz mehr in der Küche? Ich schau mal. Hier ist doch Platz. Warum haben wir so viele Zwiebeln dabei? Wie sieht es hier aus mit Beeren? Die passen hier auch noch rein. Ja, hervorragend. Das Fleisch kommt aber in die andere Kiste. So, wir hüpfen dann jetzt direkt mal in die Stadt, sobald ich noch ein bisschen Wein mitgenommen habe. Das geht dann nämlich an den Wirt. Und wir haben immerhin 4 von den Pamphleten. Ab in die Stadt. Totes Pferd. Ich habe gerade Dorf natürlich, nicht Stadt, Dorf. Ich habe gerade irgendwie sowas wie Dorf gesucht, aber es ist natürlich totes Pferd. So, wenn wir davon, ja, das gibt immerhin 12. Weg damit. Und die auch, das gibt 18. Das ist sehr gut. Das sind schon mal wieder 3 Alchemie-Rezepte. So, das ist das eine. Das andere wäre dann hier unten der Händler. Denn ich hätte gerne Wein. Ach ja, wir haben die Handelslizenz. Ich habe meine Handelslizenz. Toll. Jetzt sind wir im Geschäft. Mit meinen Kontakten und seiner harten Arbeit werden wir steinreich und es war viel zu schnell. Wir öffnen unsere erste Geschäftsstelle in dieser Scheune. Klingt nach einem Start-up. Hier stehen Paletten und ich hole jeden Kisten mit Waren ab. Kisten. Richtig. Wir sind ja seriöse Unternehmer, also müssen wir auch unsere Waren entsprechend verpacken. Du bist so ein geschickter Bursch und ich weiß, dass du eine Werkstatt neben seinem Friedhof hast. Du kannst bestimmt alles in schönen Holzkisten verpacken. Weißt du, unsere Lizenz erlaubt es uns, so ziemlich alles zu verkaufen. Wir können alle möglichen Waren verkaufen. Du musst nicht nur Gemüse einpacken. Allerdings hat die Essensknappheit die Preise ein wenig nach oben getrieben. Aber wenn du irgendwo billige Arbeiter findest auf dem Friedhof, kann es durchaus profitabel sein, andere Waren zu verkaufen. Zum Beispiel Leichen. Ich versuch's. Mal sehen. Ich glaube, am Anfang kann ich eine Kiste pro Woche verkaufen. Das ist nicht viel. Aber niemand kennt uns. Wir müssen in Marketing investieren und unseren ersten Verkauf machen. Unsere Firma hat also 2 Ziele. Zunächst einmal sollten wir unsere Trompete auf Stufe 3 erhöhen. Damit können wir dann 3 Kisten pro Woche verkaufen. Dann sollten wir 7 Kisten verkaufen. Wenn wir dieses Ziel erreichen sollten, bin ich echt stolz. Wie können wir unsere Trompeten verbessern? Wir verwenden eine uralte Technik, die nie versagt. Mach einen Haufen Flugblätter und lass sie auf dem Schreibtisch liegen. In meiner Welt lassen wir berühmte Leute Werbung machen, um die Verkäufer anzukurbeln. Ja? Brianzi, du kannst Franut fragen, ob sie das Gesicht unserer Firma sein will. Das funktioniert bestimmt. Okay, ich frage Frau Anmut, ob ich ihr Gesicht haben kann. Ich kann auch während meiner Zeremonie in der Kirche am Sonnentag Werbung für uns machen. Tolle Idee. Ich habe mir wirklich einen richtigen Partner ausgesucht. Nur noch mal nebenbei, ich weiß, er ist nicht besoffen, aber er hat in unserem ersten Gespräch gehixt.
Und deswegen habe ich ihn erstmal so interpretiert, bis uns gesagt wurde, er hat Schluck auf. Aber ich ziehe das jetzt durch. Für uns ist er besoffen. Immer. Wie soll ich diese Kisten nur transportieren? Die sind echt schwer. Der offensichtlichste Weg zur Straße. Aber vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ich glaube, der Lagerraum ist irgendwie mit dem Kirchenkeller verbunden. Natürlich ist er das. Alles ist mit dem Kirchenkeller verbunden. Ah, ist das der Weg, der nach rechts geht wahrscheinlich, ja? Ich bin ein bisschen zu beliebt, um herunter zu klettern und mir das anzusehen. Vielleicht kann ich diese Kisten durch den Tunnel transportieren. Aber ich muss einen Aufzug für die Kisten bauen. Der kann auch alles bauen, ne? Unsere Firma ist jetzt bekannt. Die Verkäufe waren ein Erfolg. Ja, da kommen wir später zu. Aber eigentlich wollte ich von dir Traubenkerne. Wir nehmen erstmal wieder 4 mit. Und ich habe da gerade noch was gesehen, was wahrscheinlich total sinnvoll wäre. Seide. Das brauchen wir für das Flüchtlingslager. Kostet 1 Silber pro Stück. Kostet 1,3, 1,6. Ich nehme mal 4 mit, aber das muss für eine Woche reichen. Boah, teuer. Aber gut, wir haben wieder ein paar Trauben, damit haben wir dann auch wieder was zum Verkaufen. Okay, hier sollen wir Flugblätter ablegen, ja? Marketingkampagne für 10. Brauchen wir... Dafür bekommen wir wahrscheinlich eine Trompete. Also ein Ruhm und das heißt dann eine Trompete. Und wir können so viele hier haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ist wahrscheinlich auch nochmal eins. Ja, kann man so natürlich nicht sehen. Okay, wir müssen mal ein paar Flugblätter schreiben. Aber dann gucken wir, ob wir jetzt hier so zurückkommen. Da geht's auch noch raus. Das sieht nach unserem Keller aus. Yay, ein roter Punkt. Wir haben eine Leiche. Ja, okay. Wir sind zu Hause. Da ist auf jeden Fall der Schotter. Den können wir dann auch noch wegräumen. Gucken wir uns beim nächsten Mal an. Alchemie werden wir angehen. Nicht jetzt direkt, aber werden wir angehen. Da schmeißen wir direkt was rein. Zum Beispiel Hanf. Und dann schauen wir, was der Esel uns gebracht hat. Ach, der Esel hat uns noch gar nichts gebracht. Wir haben eine neue Aufgabe. Nimm die Nachricht über die Schmuggelware. Revolutionäre Nachricht. Benutzen. Alle machen den Eseln. Erstens, der Rattenchef kann nicht lesen, aber er mochte die Bilder in deinem Kochbuch. Also hat er sie rausgerissen und aufgegessen. Zweitens, es gibt nicht genug Äpfel. Also haben sich die Esel darum gestritten und es gab eine Menge Verluste. Aber sie sind dir für deine Bemühungen dankbar. Du hast den ersten Schritt auf dem Weg, die Zustimmung des LGDPDEP zu erlangen, erfolgreich getan. Weiter so. Du wirst gestohlene Bankchecks und Schmuckstücke in der Kiste erhalten. Verfasse Aphorismen über die Schändlichkeit des Geldes und wir werden sie anstatt der Schecks und des Schmucks in die Briefe stecken. Oh, und verkaufe den Schmuck und schicke uns das Geld. Das wird uns bei unserem großartigen Vorhaben helfen. Die haben doch gerade noch gesagt, dass Geld schädlich ist. Obwohl, eigentlich ist Geld ja schädlich. Also kannst du das Geld behalten. Schicke uns stattdessen 5. Ich denke, das ist Glaube. Ich glaube, das ist Glaube. Ich glaube, das ist Denke. Sodass wir auch weiterhin an eine aussichtsvolle Zukunft für alle Esel glauben können. Kreuzen wir unsere Schwänze bitte nicht. Wenn dieses LGDPDEP mich nicht für meine Hilfe bezahlt, dann stecke ich den noch vergiftete Karotten in die Eselkiste. Ja, bitte. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Hier stellen Aphorismen über die Übelkeit des Geldes. Größtenteils unterhaltsam. Keine Meisterwerke, aber mit Herzblut geschrieben.
Schreiben wir die wirklich mit Blut? Ich wäre dafür. So, aber was ist denn jetzt mit diesem Geld und so? Absenden Aphorismen einmal und 5 Glaube, habe ich recht gehabt. Aber was ist denn jetzt hier mit Geld und Schmuck und so? Ich bin enttäuscht. Ja, okay, es kommt gleich eine Leiche, wenn er uns gerade seine Gedichte hier vorbeigebracht hat. Das ist eine gute Frage, ne? Trauben. Achso, hier die Felder sind ja auf jeden Fall fertig. Was ist mit den Feldern oben? Sind die fertig? Schubsen wir hier erstmal rein. Achso, gibt es jetzt hier neue Bauoptionen? Da oben sind die Trauben fertig. Nein. Gibt es unten neue Bauoptionen? Und so wurde wieder Holz gebracht, obwohl das Holz, glaube ich, eigentlich voll ist, aber das macht ja nichts. Brauplatz, Alkoholdiste, das müssen wir auch alles noch bauen. Was brauchen wir, um das hier wegzuräumen? Aber auf jeden Fall haben wir noch keinen Aufzug hier. Müssen wir den vielleicht erst noch lernen? Keramik, Zombie, Goldgeruch, Zombie-Steinabbau. Vielleicht eher bei Pflanzen. Zombie-Weinberg, Zombie-Brauerei, Zombie-Winzerei, komplexer Dünger, den will ich auch noch lernen. Gärtnerei. Nee, da eher nicht so sehr. Ingenieurswesen, geborener Schmied, Juwelier. Das ist es aber alles nicht. Bücher, Theologie, was? Anatomie und Alchemie. Ich hätte jetzt gedacht, weil er hat ja gesagt, er muss einen Aufzug bauen. Reitenpass, Regierungsplatz, Brauplatz, Weinfass, Alkoholdestille. Das ist alles kein Aufzug. Mach den Weg frei. 10 Keile, 2 Planken, 4 Eisen. 10 Keile, 2 Planken, 4 Eisen. Eisen haben wir schon mal. Planken haben wir nicht. Keile haben wir. War nur eine Planke. Machen wir das doch eben. Wir machen quasi den Weg frei. Und wir brauchen noch ein paar blaue. Da hätte ich auch schon eine Idee, wie wir das auf einem kurzen Weg machen. Aber erstmal das hier weg. Können wir aber auch nichts bauen, so wie es aussieht. Fehlt da vielleicht einfach noch ein Bauplatz, der vielleicht später noch dazu kommt, auf ominöse Weise? Keine Ahnung. Wir könnten ein paar Flugblätter eben schreiben, damit wir... Nee, komm, wir räumen jetzt erst den Garten aus. Wir haben 1000 Dinge zu tun, das ist schlimm. Wir räumen jetzt erst den Garten aus. Da war ich zu schnell weg. Und dann gleich auch direkt neu anbauen, aber erst das eine, dann das andere, weil das Inventar so schnell voll wird. Haben wir gleich das noch weg und das auch noch, dann einmal alles ausräumen. Ja, ich nehme an, wir bekommen heute keine Leiche. Das fühlt sich so an, nee, die Trauben können... Ja, wir legen die Trauben mal kurz hier ab, um sie dann zu vergessen, wenn wir gleich hochgehen. Das ist ein toller Plan, oder? Können wir auch alles hier lassen. Das können wir hier lassen. Und das können wir erstmal hier lassen. Und dann einmal hier durchstaubsaugern. Ja, da sind wir schon wieder voll. Erstmal das Saatgut raus, das Saatgut raus, das Saatgut raus, das Saatgut raus. Das Futter raus. Und die Maden kommen in die andere Kiste. So, dann können wir erstmal hier. Und da. Und da nicht. Da und da glaube ich auch nicht. Genau, da auch nicht. So, was können wir denn noch so anpflanzen, was wir noch gerade vorrätig haben? Nichts. Ja, das ist ja schön. Wir haben nichts mehr auf Halde. Nee, die Rüben können hier noch raus. Dann können... die hier noch raus. Dann nehmen wir die Trauben wieder mit. Ich bin begeistert, dass ich selber dran gedacht habe. Und dann gehen wir die Trauben bespaßen.
Müssen wir zur Schlange? Ich glaube nicht. Wir sind noch nicht fertig, was die Dekoration angeht mit den Schädeln. Dann haben wir den Tag zumindest Zeit. Dann würde ich gerne zur Hexe. Ja, das ging ja auch über E hier. Da kann ich die Maus ja tatsächlich mal loslassen. So. Und du da noch. Und dann gucken wir gleich, wie viele wir übrig haben. Und dann können wir vielleicht noch ein bisschen was mehr anbauen. Ja, doch. Durchaus. Dann bauen wir da noch eins hin. Und haben kein Holz mehr. Sehr gut. Wir müssen Stöcke mit nach hier oben nehmen. Und da das hier die silberne Seite ist, kommen dann natürlich auch nur silberne rein. So. Und dann porten wir direkt nach Hause. Wir haben wieder Zwiebeln dabei, die wir nicht abgelegt haben. Dann verhackstücken wir unseren Wein. Oh, da kommt jetzt ein bisschen was raus, das ist gut. Wir haben ein bisschen gesammelt. Wir müssten mal ausprobieren, ob der silberne Wein und der bronzene Wein unterschiedlich sind vom Preis her, also ob der Preis vom silbernen verfällt, wenn wir bronzenen verkaufen in der Taverne. Das wäre ganz interessant. Ja, da haben wir auch ein paar. Fangen wir mit Silbern an. Okay. Jo, wir haben die Seide dabei für die Flüchtlinge oben. Wir müssen dann nochmal was zu essen mitnehmen. Wasser kriegen wir da oben sowieso. Wir haben noch Ernteabfall dabei. Wir könnten eigentlich gleich eben schlafen gehen. Wir gehen aber erstmal in der Futter. Na, du bist natürlich sowieso in der falschen Kiste. Das Futter ist alles hier drin. Komm, wir nehmen das Futter mal mit. Wir gehen jetzt erstmal zur Hexe und kaufen uns das erste Rezept des Tages. Wir brauchen Alchemie-Rezepte. Wir werden uns, ich denke, im Laufe dieser Aufnahme auch noch an die Station unten stellen und ein bisschen rumprobieren, in der Hoffnung, so ein, zwei Sachen freizuschalten. Aber die Rezepte werden trotzdem wichtig. Also es ist einfach wichtig, dass wir die haben, weil ich denke, dass ich an der Dreierstation nichts ausprobieren möchte. Da werden wir uns einfach darauf verlassen, dass wir das Alchemie-Gedöns über die Rezepte freischalten. So, gib mir ein Rezept. Dankeschön. Das wird zwar teuer, aber es ist immer noch besser als die Alternative. Wir gehen nach Hause. Legen ab, was wir ablegen können. Das war es dann im Grunde auch schon, aber hier ist zum Glück noch ein bisschen Platz. Und die Zwiebel. Und das Alchemie-Rezept. So, zwecks blaue Punkte würde ich eigentlich ganz gerne genau die hier bauen, die polierten Steine. Weil wir die früher oder später sowieso nochmal brauchen werden. Oder wir schalten Marmor. Haben wir Marmor freigeschaltet? Da sind wir falsch. Wir haben Marmor freigeschaltet. Lass doch mal gerade gucken gehen. Ach, der lädt noch auf. Lass doch gleich mal eben gucken gehen, was dieser Marmorsteinbruch kostet, den wir da oben bauen können. Oh, wir brauchen unten neue Verbrennungsorte. Denn dann können, wenn wir Marmor verarbeiten, wobei der polierte Marmor ist, glaube ich, dann auch erst eine Stufe weiter, ne? Ja. Wir gucken trotzdem gleich mal eben, was das Ding kostet. Da ist eine neue Lösung. Beschleunigungsextrakt. Oh
Gut, Hanf gibt Beschleunigungsextrakt. Das werde ich mir jetzt einfach mal so merken. Bin ich gut. Hoch zum Steinbruch. Was kostet... Oh, da ist wieder ein bisschen Eisen dazu gekommen. Was kostete der Marmorstein? Holzbalken. Richtig, ich erinnere mich. Wir brauchten Holzbalken dafür. Das Problem ist jetzt natürlich, dass der Stein noch ein bisschen lädt. Und wir nicht die Energie haben, um auch nur einen davon fertig zu kriegen. Na gut, wir essen was. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Ich meine, wir kriegen eh gleich eine Leiche. So, das soll dann auch reichen. Wir nehmen einen davon mit und hüpfen nach Hause. Wir brauchen Balken. Können wir ja schon mal... Haben wir noch welche? Ja, nicht mehr viele. Habe ich gerade schon gesehen. 6 Stück. Dann können wir aber doch gerade hier schon mal erstens das machen und zweitens das Holzteil da ablegen, bevor der Zombie da wieder drauf legt. Sehr gut. Aber wir bekommen jeden Moment jetzt auch Futter. Und dann können wir eh, denke ich mal, eine Runde schlafen gehen. Schätze ich mal. Inquisitor ist am nächsten Tag. Ich glaube, von dem brauchen wir auch nichts. Naja, bis der Esel klingelt, können wir ja eigentlich schon mal einen Stein zerlegen. Da klingelt es auch schon. So, das legen wir ab, das legen wir ab. Das Holz behalten wir mal direkt dabei. Silber-Nuggets sind unten drin. Wieso soll ich denn jetzt schon wieder da reinschauen? Wer hat gesagt, dass sich mit Revolutionen kein Geld machen lässt? Der Händler wird hoch erfreut sein, dieses Zeug zu sehen. Welches Zeug? Schmuck und Bankchecks. Okay. Autopsie. Ja, wir versuchen's. Mal gucken. 3:4. Nee. 3:4. Wenn das Hirn jetzt nicht ungefähr das macht, was ich mir wünsche, dann weiß ich auch nicht. Die Innereien, das Hirn hatten wir schon. Nee, lassen wir das. Okay. Eigentlich müssen wir gar nicht alles rausnehmen. Ja, da ist jetzt eh auch Ärztepfusch drin. Wir brauchen den Schädel. Wir brauchen Blut. Fleisch würde ich rausholen. Und dann reicht's eigentlich auch. So, wir haben gerade sowieso nichts, wo wir verbrennen können. Das heißt, wir stopfen ihn jetzt gerade erstmal hier rein. Wir müssen die Dinger hier auch mal fix machen. Ja gut, wir legen ab, wir gehen pennen. Dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Wir können hier noch ein Herz reinstopfen. Wir haben, glaube ich, gerade eins auf Tasche. Ja. Oh, wir haben sogar zwei davon. Ja, na dann. Schädel und Blut. Blut. Und dann Silber können wir noch hier lassen. Ja, aber nicht da. Aber hier. So, dann hüpfen wir... Wir haben noch einen Extrakt, dann hüpfen wir nach Hause. Kann ich jetzt endlich, ja? Bankchecks. Du hast noch nie so viele Nullen gesehen. Leider sind die Checks personalisiert. Schmuck gefertigt an Juwelentisch. Da kann man doch bestimmt auch irgendwas draus craften, bevor wir das verkaufen, oder? Wir gehen erstmal schlafen und Energie tanken. Und morgen auf jeden Fall wieder zur Hexe. Wir brauchen Alchemie-Rezepte. Ich fühle mich so erfrischt.
Außerdem ist der Händler gerade eh nicht da. Die Juwelen würde ich mal ablegen, falls wir da wirklich was draus machen können. Passierschein. Ja. Und die Seidenballen für die Flüchtlingslager. Da müssen wir dann demnächst mal vorbeimarschieren. So. Ich latsche direkt zur Hexe. Nee, komm, es ist noch früh. Es ist noch dunkel. Haben wir genug, um hier aufzubauen? Ja, ganz knapp reicht's. Dann brauchen wir aber auch neue. Dann zur Hexe. So. Dann können wir von der Hexe aus eben hoch und das Marmording bauen und dann einfach mal gucken, was passiert. Ein Zombie-Marmorsteinbruch gab es ja auch. Dann können wir uns das auch schon wieder sparen, wenn wir mal vernünftige Leichen bekommen würden. Oh, sie ist noch gar nicht da. Diese roten Pilze, da gibt es auch ein Skill für, oder? Wenn wir gerade schon mal da sind, wo wir nun mal sind, kostet 10 blaue. Ja, ist egal. Meistersammler. Du liebst die Natur und die Natur liebt dich. Du kannst mehr Ressourcen von kleinen Pflanzen sammeln. Wie zum Beispiel diesen roten Pilzen. Das gibt 2. Ja, und grüne gibt es zurück. Leider keine blauen. Da ist auch noch einer. Ja, aber 10 blaue sind vertretbar. Also die kriegen wir schon zurück, wenn wir einfach ein paar Steine schleifen. Ah, sie ist da. Da ist auch noch einer. Handeln. Ich hätte gerne ein Alchemie-Rezept. Dankeschön. Tschüss. So. Dann ist der jetzt auch wieder durch. Dann können wir direkt zum Steinbruch hüpfen und uns den Marmorsteinbruch anschauen. Marmorsteinbruch bauen. Boah, der frisst aber auch gut Energie. Fertig. Um Marmor zu hauen, brauchen wir direkt Holzkeile. Das ist jetzt natürlich schwierig. Aber wenn wir gerade schon mal hier oben sind, dann lass doch mal kurz zum Flüchtlingslager gehen. Das ist ja nur hier einmal über den Fluss. Und vielleicht können wir ja mal das erste Zelt bauen. Das braucht auch Holz, ne? Haben wir das dabei? Ich glaube fast nicht. Kriegen wir das hier auf die Schnelle gesammelt, was auch immer das braucht. Hier ist Honig. Nehmen wir eben mit. Es gibt wieder Torten. Diesen Giftpilz kann man doch bestimmt in der Alchemie verwenden, oder? Also ich sag Giftpilz, weil er rot ist, wir dafür ein extra Skill brauchen und der einfach aussieht wie ein Fliegenpilz. 2 braucht der und wir brauchen Stöcker. Die wir hier jetzt aber gerade wahrscheinlich... Ja, doch, vielleicht schon. 4 Stück, sehr gut. Können wir ja einen bauen. Ein Wohnzelt. Die wir nur da unten hinbauen können. Und ja, da haben wir ja richtig Optionen, die rumzuschieben. Neuer Flüchtling, der freie Ort. Was ist denn der freie Ort? Ach so, wahrscheinlich müssen wir das Zelt jetzt hochbügeln und dann haben wir einen freien Ort. Testen wir diese Theorie. Wir bekommen aber gleich eine Leiche. Jetzt haben wir sogar 2 freie Orte. Neuer Flüchtling. Und jetzt brauchen wir wieder Zufriedenheit. Okay, da ist ja ranzukommen. Wir können mit ihm hier reden, wenn er nicht gerade wegläuft. Nicht jetzt. Ja, habe ich mir gedacht. Okay, die Zufriedenheit. Guck mal, Wasser haben die sogar noch. So.
Ja, ich weiß, wir haben eine Leiche. Alles cool. Wir hauen hier mal eben weiter Wasser rein. Und dann kriegt ihr mal 2. Und dann gucken wir, was passiert. Glücklingszufriedenheit 0 von 5. Exzellente Arbeit. Wir danken dir, mein Freund. Insbesondere jetzt. Uns ist beinahe das frische Wasser ausgegangen. Freut mich, dass ich euch helfen konnte. Ich habe den alten Diener gebeten, meine Freunde in der Stadt zu informieren. Und das eine zusätzliche Zelt ist genug. Ja? Ich bin mir nicht sicher. Es stehen Dutzende von Leuten auf den Listen der Inquisitoren. Dann werde ich ein weiteres Zelt bauen. Das wäre gut, aber uns geht langsam das Essen aus und neue Lagerbewohner machen das Problem noch schlimmer. Offensichtlich braucht ihr einen Garten, in dem ihr Gemüse ziehen könnt. Anscheinend gibt es kein Problem, das du nicht lösen kannst, Friedhofswärter. Neue Aufgabe, baue einen Garten. Ja, natürlich baue ich einen Garten. Balken, Holzscheit und Zufriedenheit. Ja, Zufriedenheit haben sie gerade nicht, obwohl wir ihnen Essen gegeben haben. Haben sie aber auch noch nicht gegessen. Ja, vielleicht kommen wir einfach die Tage nochmal wieder. Aber jetzt haben wir erstmal eine Leiche zu verköstigen. Haben wir was abzunehmen? Ja, nicht so richtig. Ich meine, die Leiche liegt ja jetzt gerade eh, ne? Da kann die jetzt auch nochmal eine Minute länger liegen. Das kann hier bleiben. Dafür haben wir keinen Platz. Aber wohne ich vielleicht auch nicht drin, ne? Nee. Aber Salz können wir noch ablegen. Und Asche kann weg. Ja, 95, die ist noch gut. Solange die über 90 ist, alles hervor. Ja, ich versuch's, aber ganz ehrlich, Hoffnung habe ich jetzt nicht. Jo, wir haben direkt Erze pfusch. Dann bitte Fleisch. Essen. Blut. Schädel. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Nehmen. Dann können wir sie direkt hinlegen. Wir müssen sie ja nicht anzünden. Wir machen da das Freudenfeuer, wenn hier wieder alle liegen. So. Okay. Dann können wir doch jetzt vielleicht mal ein paar Steine auseinander. Na, wenn man erstmal leer. Erst leer machen, dann Steine auseinandernehmen und vor allen Dingen schon mal die nächste Lösung in Auftrag geben. Das dauert ja immer ein bisschen, bis die hier oben durch sind. So. Blut und Schädel in die andere Kiste. Fleisch nach Hause Extrakt kann hier bleiben. Giftpilz kann wahrscheinlich auch hier bleiben. So, diese Pamphlete, ne? Die gehen mir ja jetzt schon auf den Keks. Also das da. Nee, das nicht. Das geht mir gar nicht auf den Keks, das müssen wir nur verkaufen. Aber das da. Warum soll ich das denn im Inventar behalten? Biene. Hatten wir Bienen hier nicht auch hingelegt für die Alchemie? Kann auf jeden Fall zerfallen. Ich lasse es mal hier. Ich sehe gerade. Das kann ja dann da rein, ne? So, okay, wir hüpfen einmal rüber. Sparen uns eine halbe Sekunde. Nimm mein Fleisch. Wir brauchen Holzscheite. Einerseits für den Garten, andererseits für unten. Der Astrologe ist heute da. Brauchen wir irgendwas von ihm? Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube nicht. Liebesgeschichte von höchster Qualität. Ja, da kommen wir drauf zurück. Genau, bei ihr müssen wir weiterkommen, damit wir beim Astrologen weiterkommen. Von daher
gerade egal. Dann legen wir doch mal hier, zerlegen wir hier doch mal unsere Steine gerade. Es gibt zwar noch keine blauen, aber da kommen wir dann gleich zu. Dafür gibt das alles andere. Es gibt ganz gut rote, drei und einen grün. Das ist ja immerhin etwas. Und wir sind müde. Na, hervorragend. Aber für den Stein hat es noch gereicht. Dann gehen wir mal gerade pennen. Wir brauchen gleich aber noch Meißel, damit wir die Steine polieren können, glaube ich. Oder Politur passt, aber das macht ja keinen Sinn, wenn man den Meißel öfter verwenden kann.